dürfte ich sie stören. Wir sind von dem Projekt Chat der Welten. Wir putzen kostenlos Schuhe. Es ist ein Projekt im Schuheputzen. Und wir gucken, wie die Leute oder die Kinder in Äthiopien Schuhe putzen. Wir wollten mal lernen, wie das geht. Ja, selbst mal ausprobieren. Ja. Wie findest du das mit Schuhe putzen, das cool. Projekt? Cool. Macht Spaß. Ist schön, ja. Wir haben Schuhputzen genommen, weil wir einfach das Leben von normalen Schuhputzen erfahren haben. Was ihr jetzt machen solltet, ist ja wirklich kennenlernen, wie das ist, so am Fuße von anderen zu sitzen und sich vorzustellen, wie das denn wäre, wenn man wirklich etwas tun muss für die Schule. Zuerst werden die Hosenbeine hochgekrempelt, danach die Socken hochgezogen, dann werden die Schuhe nass gemacht, um den Staub wegzumachen, also mit so einem Tuch. Dann wird es wieder abgetrocknet. Dann kommt die Schuhcreme, wird dann aufgetragen und danach mit der Bürste und dann wieder die Socken normal und die Hose wieder runterkrempeln. Wenn man Fuß wechseln sagt, muss man einmal mit seiner Bürste auf den Schuhkasten klopfen. Einmal Schuhwechsel. Danke. Und wenn man fertig ist, dreimal. Fertig. Dankeschön. Ja. Ich finde es auch gut mit den Kästen. Die sind original äthiopisch. Die haben schon echte äthiopische Schuhputzer benutzt. Und die wurden extra aus Berlin, glaube ich, hier hingebracht. Nee, aus Äthiopien. Und aus Äthiopien nach Berlin, ja, und nach genau. Von Berlin hierhin. Wir haben also in der Klasse eine Tischreihe aufgestellt und alle Boxen standen da, die Originalboxen. Ja. Und Herr Schambo hat sich dann auf die Tische gestellt und hat dann erstmal gezeigt, wie man Schuhe putzt. Ja. Und anschließend haben wir die Kinder auf den Schulhof geschickt. Und die sind mit Begeisterung auf den Schulhof gelaufen, haben Schuhe geputzt. Fragt ihr einfach allen, die ihr da so trifft? Oder guckt ihr auch? Guckt ihr auch? Ja, ihr guckt erstmal auf die. Das wäre irgendwie voll doof, wenn jetzt manche mit Stoffschuhen kommen und jetzt mal fragen würden, dann ihre Schuhe geputzt haben wollen. Dann, wenn wir dann sagen würden, nee, es geht leider nicht, das ist auch voll doof. Ja, also ihr guckt erstmal. Ja. Manche haben ja auch Sandalen an. Ja, aber die fragt ihr nicht, ne? Es geht gar nicht darum, geholfen zu werden, sondern vielmehr Anerkennung, Verständigung, vielmehr Vernetzung, wirklich Hunger nach Kontakten mit anderen, die anders leben. Von mir als Lehrerin aus sage ich schlicht und einfach, ist es für mich wichtig, dass die Schüler ein wirkliches Bild von einem Land haben. Ja. Äthiopien ist ja ein bisschen anders als nur Menschen in Bastraction. Und von daher schließe ich mich da ganz gleich an. Gemeinsamkeiten zwischen Äthiopien und Deutschland sind sehr, sehr wichtig. Aber auch die Unterschiede aufzuzeigen zwischen diesen beiden Ländern. Die Erfahrungen, die die Schüler hier gemacht haben als Schuhputzer, sind ähnliche Erfahrungen, die auch Schuhputzer in Äthiopien gemacht haben. Zum Beispiel war es ein Problem, den richtigen Standort zu finden. Es ist ein Problem, die Leute richtig anzusprechen, dass sie sich auch die Schuhe putzen lassen, den Kontakt aufzunehmen. Dann muss man ja, wenn man Schuhe putzt, auch mit den Leuten ein bisschen reden, damit die dann irgendwann auch mal wiederkommen. Und so Dinge lernen die Kinder hier, das lernen die nicht in der Schule, das lernen die ja auch oft im sozialen Kontakt zu Hause nicht mehr. Es geht, wenn man zu zweit ist, dann geht es eigentlich einfacher. Natürlich ist es schon ein komisches Gefühl, einfach Leute anzureden. Und wenn man nicht kennt. Ja, genau. Man weiß ja nicht, wie man die reagiert. Bei euch haben ein paar Leute gesagt, nee, wir wollen das nicht. Die meisten haben das gesagt. Zum Beispiel das gesagt? Also zum Beispiel so, nee, danke oder so, auf Wiedersehen oder lasst mal und so. Ist für einen guten Zweck. Seht ihr es? Manche Leute machen halt so welche Sachen. Zum Beispiel, wenn wir fragen wollen, da sagen die, nee, tschüss. Oder ignorieren uns einfach. Ja, das machen die auch, einfach weitergehen. Da hat eben einer stand da, wir haben so gesagt, hallo, wollen Sie? Und da hat er auch mal auf die Schilder geguckt und hat so getan. Also war keine gemein. Tat mehr. Ja, immer. Wollen Sie sich die Schuhe putzen lassen? Wir haben ist für einen guten Zweck. Wir haben ein Projekt. Ich habe schon gesehen, wir waren schon da vorne bei euren Kollegen. Okay. Manche sagen dann auch einfach, nee, wir haben die Schuhe putzen gelassen. Ja, ganz viele gelassen sagen oder schon, sowas. Ja, bei euren Kollegen haben wir die schon putzen lassen. Ja, obwohl die sehr dreckig aussehen. Aber manche Leute, die zum Beispiel ein bisschen alt sind, die sind sehr nett. Ja. Aber die zum Beispiel so mittelmäßig, die sind sehr, nein. Was ich noch sehr, sehr wichtig finde, ist gerade so entwicklungspolitische Themen werden immer erst in der 9. und 10. Klasse angesprochen in der Schule. Wir haben hier 5., 6. und 7. Klässler da.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, auch jetzt im Laufe dieses Projektes, was ich zusammen mit Chatterwelten gemacht habe, dass gerade wenn man die Kinder in diesem Alter anspricht, man zwar noch nicht auf so einem hohen Niveau arbeiten kann, aber dass man sehr, sehr viel mit erreicht. Ihr habt Spaß? Ja. Ja? Ja. Ja. Ich habe während der ganzen Zeit so viel Freude gehabt. Ich habe die Schüler aus einer ganz, ganz anderen Sicht kennengelernt. Schüler, die sonst im Unterricht sehr, sehr auffällig sind, haben hier Schuhe geputzt wie die Weltmeister. Ja. Das ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung als Lehrer. Und ich denke, das wirkt sich dann nachher auch auf das Schulleben aus. Das macht ihr klasse. Das macht ihr gut. Kompliment an alle. Das finde ich ganz, ganz toll, vor allen Dingen, dass die Jugend bei so einer Aktion mitmacht und wir uns als Erwachsene daran freuen dürfen, dass die Jugend für sowas bereit ist. Also ich finde das ganz großartig. 1, 2, 3, fertig. Danke sehr, darf ich mich herzlich bedanken. Viel Freude noch und noch viel Besuch. Ich habe noch nie so motivierte Kinder gesehen. Während wir gesprochen haben, bin ich zweimal darauf angesprochen worden, ob man weiter putzen darf. Wollt ihr denn mal zum Beispiel in Äthiopien so ein Jahr mal leben, mal gucken, wie das vielleicht da weniger ist? Weniger, ein bisschen weniger vielleicht. Nein. Warum nicht? Weil die halt eben da sehr arm sind. Ja, klar. Wenn ich das Geld dafür hätte, würde ich machen. Macht bestimmt riesen Spaß. Ich würde schon dort ein Jahr jetzt mal dort leben, weil es ja auch mal was anderes, eine andere Welt kennenzulernen, weil zum Beispiel wir können uns jetzt sehr viele Sachen leisten und die jetzt nicht und das wäre jetzt auch mal sehr interessant dort zu sein. Auch die Möglichkeit, das Ganze jetzt mit neuen Medien zu nutzen. Ja. Und das ist ja auch, der tolle Vorteil hier bei Chat der Welten, ja. Dass wir den Kontakt zur Deutschen Botschaftsschule in Addis Abeba haben, dass wir da unsere Erfahrungen austauschen. Ich bin natürlich auch überwältigt von den Dingen, die Chat der Welten da mitorganisiert hat, damit wir dieses Projekt so durchführen können. Ja. T-Shirts und den Kontakt zu Herrn Chanko ist darüber aufgebaut worden. Und ich finde es eigentlich schade, dass so wenig Schulen solche Kontakte zu außerschulischen Partnern nutzen. Und diese Kontakte ausbauen. Wir laden jede Lehrerin, Lehrer, jede Schüler und jede Schüler dazu ein, wirklich diesen Dialog mitzumachen. Wir haben praktisch Briefe, Boxen, Erfahrungen, Filme. Wir haben viel für diesen Dialog beizutragen. Und wir würden uns freuen über jeden Kontakt, über jede Möglichkeit, zusammenzuarbeiten. Und jeder Brief und jeder Statement, was hier entsteht, wird in Form eines gesammelten Projekts wieder nach Äthiopien gehen und dort praktisch wieder reflektiert. Die Schuhputzer aus Addis, die haben mir die Boxen geschickt mit dem Brief. Ja. Es gibt drei Mädels, die auch schon einen Brief für ihre Box geschickt haben. Und es ist auch sicher nicht eine einfache Sache, aber es ist für mich eine sehr, sehr lohnende Sache. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall auf diesem Gebiet auch immer weiter arbeiten.